Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Wir befinden uns hier aktuell bei der Feuerwehr-Löschgruppe Reusrath und warten auf den ersten Einsatz. Ein defekter Schaltkasten ist direkt reingekommen. Wir spielen übrigens heute wieder auf der Stufe Schlimm 7, also auf der Brandausbreitungsstufe Schlimm 7. Mal gucken, ob es in dieser Folge ein bisschen heftiger brennt. In der letzten Folge hatten wir auch schon Schlimm 7 laufen, aber da war es eigentlich recht human, muss ich sagen. Ich bin jetzt mal auf diese Folge hier gespannt, wie so die Brandausbreitung ist. Wir hatten ja schon mal eine Zeit lang auf Schlimm 7 gespielt, hier auch auf Brandstätten. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwie Brandmeisterstufe schlimmer ist als Schlimm 7 in dem Fall hier. Ich bin mal gespannt, wie es heute so ist. Mal gucken, ob wir schönes Feuerchen erleben werden oder nicht. So, wir warten jetzt hier auf jeden Fall erstmal auf den Entstördienst wegen dem defekten Schaltkasten. Ich hoffe, er kommt rechtzeitig an, nicht, dass dann hier direkt ein Brand ausbricht und direkt hier die ganzen Buden am Abfackeln sind. Das wäre sehr ungemütlich, aber wir warten einfach mal ab. Ja, die Side-Events habe ich auf Stufe 1 gestellt, heißt Schlimm 7, ich bin auf alles Mögliche vorbereitet. Und ja, wenn man dann natürlich noch Side-Events auf 3 hat und so und Schlimm 7, das ist dann zu viel des Guten, da kommt man mit der Klickerei einfach gar nicht mehr nach. Deswegen habe ich das da ein bisschen runtergeschraubt und wir werden dann hier mit der Einsatzstufe auf 2 jetzt langsamer umschalten, damit auch ein weiterer Einsatz reinkommt. Ich lasse mir da gerne am Anfang immer ein bisschen Zeit, dass man wenigstens die Chance hat, einigermaßen gescheit die Einsätze abzuarbeiten. So. Ein festsitzender Aufzug. Oh, da hören wir schon wieder die Schreie. Gebrochenes Bein. Ich bin gerade überlegen, was wir hier herschicken. Ich bin ja dafür, dass wir GWTech herschicken. GWTech und dann gucken wir erstmal, ob wir noch irgendwas anderes alarmieren müssen oder nicht. Das sehen wir dann. So, wir haben noch ein gebrochenes Bein reinbekommen und der Entstördienst ist auch schon fertig mit seinem Einsatz. Das heißt, wir können direkt den wieder zurückschicken. Der müsste hier gewesen sein. Genau. Da steht das Fahrzeug noch. Feierabend. So. Dann warten wir hier mal, bis die Freiwillige Feuerwehr hier ausrückt. Mit dem GWTech. Ja, ich versuche ja immer so ein bisschen die Fahrzeuge durchzumischen. Ich könnte auch einfach einen HLF hinschicken oder so, aber ich... Oder ein LF würde, glaube ich, auch gehen in dem Fall. Aber wir schicken mal den GWTech raus, den benutzen wir eh viel zu selten. Häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt. Es geht aber schon wieder richtig gut los hier. Wo können wir hier drauf fahren? Ich glaube, wir können... Ja, wir können auch einfach hier hinten parken. Auf dem Parkplatz auch kein Thema. Ich schicke erstmal nur einen Streifenwagen hin. Und dann sehen wir weiter. Da müssen wir mal gucken. So, da ist noch kein Fahrzeug ausgerückt. Gebrochenes Bein ist auch noch kein Rettungswagen da. Der ist aber auf dem Weg. Kommt von der Berufsfeuerwache 2. Gerade auf dem Weg zum Einsatzort. Müsste eigentlich in wenigen Sekunden da sein, deswegen können wir gerade hier bei dem mit dabei bleiben. Wenn er sich einig wird mit der Person. Es ist natürlich wunderbar. Und jetzt auch noch davor gedrängelt. Er hätte auch einfach fahren können, bevor die Person losgelaufen war, aber egal. Hauptsache, er hat sich noch entschieden loszufahren. Wir stehen hier aber eigentlich ganz gut ersichtlich, deswegen machen wir das Blaulicht wieder aus, Heckwarne an, Warnblinker ist an und dann kann der sich um die Person kümmern. Bei der häuslichen Gewalt gucken, ob schon irgendein Fahrzeug da ist von mir. Nee, noch nicht. Festsitzender Aufzug, Feuerwehr ist auch noch nicht am Einsatzort angekommen. Müsste aber auch jetzt in den nächsten Sekunden eigentlich dort ankommen. Wir hören schon das Klopfen und gleich die Schreie, also wir sind auf jeden Fall am Einsatzort angekommen. So, dann schicke ich euch mal rein, Jungs, würde ich sagen. Alle rein. Gucken, ob wir noch ein weiteres Fahrzeug brauchen oder den Rettungsdienst. So, wie sieht's hier aus? Da sind wir auch am Einsatzort. Wir schalten mal alles aus. Nach Alarmierung. Okay, wir brauchen doch noch einen Rettungswagen, alles klar. Kommt. Oh. Egal, wir haben ja die Ghostmodelle an. Können wir da reinschicken, klicken wir dann an, sobald möglich. Und dann können wir den direkt umparken. So, hier sind wir auch soweit fertig. Das gebrochene Bein. Die häusliche Gewalt, bis jetzt gehen die Balken noch nach oben. Mal gucken, ob es so bleibt.
Ist das schon ausgerückt? Ich habe jetzt nicht auf den Status geachtet. Nee, da ist noch nichts ausgerückt. Ist aber gerade auf dem Weg. Das ist natürlich gut. Nach Alarmierung. Okay, weiterer Streifenwagen wird benötigt. Alles klar, kommt. Rollt. Ist auf dem Weg. Okay. Da liegt der Patient auf der Trage. Dann ab ins Krankenhaus, würde ich sagen. Gebrochenes Bein ist abgehakt. Da müssten wir jetzt das Fahrzeug schon umparken können. Genau, ist nämlich schon auf dem Weg. Dann stell dich mal dahinter. Müsste auch bald da sein. Hat's ja nicht ganz so weit. Und hier die Polizei, die hat einen leichten Anfahrtsweg. Das dauert noch ein bisschen, bis sie da ist. Naja, wir können ja gerade mal folgen. Ich sehe auf der Minimap, ob der Rettungswagen jetzt schon mal bei dem anderen Einsatz ist oder nicht. Und er ist noch ein bisschen weg. Aber er wird vor der Polizei auf jeden Fall am Einsatzort sein. Deswegen müssen wir gleich mal zum anderen Einsatz hinwechseln. Okay, einmal die Trage. Den einen kann ich so schon mal reinschicken, der braucht nichts mitnehmen. Der andere braucht die Trage. So, rein mit dir. Erstmal durchs Fahrzeug laufen, warum nicht? Gut. Häusliche Gewalt, wir sind da. Ich hoffe mal, die reichen jetzt nicht, dass ich noch irgendwas anderes nachalarmieren muss. Nochmal ein Streifenwagen oder nochmal ein Rettungswagen oder so. Mal schauen. Ich tippe ja drauf, dass es diesmal die Frau war. Diesmal war es die Frau. Was war das? Okay, da sind sie auch noch nicht fertig, aber die sind früher fertig als die. Gott, wie die am Weinen ist. Ist doch nur ein festsitzender Aufzug. Okay, könnt weg, ihr könnt weg. Gut, häusliche Gewalt ist immer noch am Laufen. Festsitzender Aufzug ist aber abgeschlossen. Können wir zumachen. Ja, bis jetzt sind es eigentlich voll die entspannten Einsätze. Also jetzt nichts Dramatisches. Es war der Mann, es war nicht die Frau. Verdammt! Naja, hätte klappen können. B0, Buschbaumbrand. B0, Buschbaumbrand. Okay, die Freiwillige Feuerwehr Friedens ist direkt nebenan, alles klar. Dann komm mal her und komm mal her. Ich meine, wobei, schlimm 7. Es kann natürlich sein, dass hier der Wald auch noch brennt. Dann, aber normalerweise, ich habe mit schlimm 7 irgendwie momentan nicht so das Gefühl, dass es schlimm 7 ist. Ich weiß nicht warum. Mal schauen, wie sich das Feuer jetzt hier ausbreitet. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal hier Folgen auf Brandstätten mit schlimm 7 und schlimm 7 war dann mehr so wie Feuerwehrmann und dann hatte ich mal auf Brandmeister gestellt, also die zweithöchste Stufe. Und da ist mir einfach die halbe Stadt abgefackelt. Also irgendwie, keine Ahnung, wir gucken einfach mal, wie es jetzt läuft, wenn ich gehe mal wieder auf Brandmeister, wenn dann die Brände wirklich bei mir irgendwie aktuell schlimmer sind. Mal schauen. So, die sind auf dem Weg zurück. Häusliche Gewalt können wir also auch abschließen. Da sind wir mit durch. Das heißt, hier auf die Feuerwehr warten. Wird hier gerade noch per Sirene alarmiert und die Berufsfeuerwehrwache ist schon auf dem Weg. TH1, VU-Fußgänger. Oh, TH1, VU-Fußgänger. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen Streifenwagen. Der kann sich mal hier hinten hinstellen, dann habe ich noch Platz für andere Fahrzeuge. Müssen wir jemand rausschneiden? Nee, müssen wir nicht. Hätte mich auch echt gewundert. Dann hätte ich gerne RTW plus NEF am Einsatzort. Ups. Bitte einmal so hinstellen. Plus NEF. Und das war's. Wir müssen nur die Zeugen befragen, Patient behandeln und abtransportieren, Fahrzeugwrack abschleppen. Mehr brauchen wir nicht. Alles klar. Ja, es sind beide Feuerwehrwachen da, die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr. Und es brennt immer nur dieses eine Gebüsch. Also, ich glaube, wir gehen in der nächsten Folge wieder auf Brandmeister. Da habe ich irgendwie mehr Action. Das breitet sich schlimmer aus als momentan schlimm 7 bei mir. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung.
So. Verteiler da, Verteiler da. Wasser kriegen wir von hier. Und ihr könnt mal da hinten dran gehen. Ist auch noch in Reichweite. B2, Gebäudebrand. Jo, jetzt geht's doch mal los. Jetzt geht's doch mal los. Jetzt haben wir was zu tun. Gut, Gebäudebrand, B2. Dann alarmieren wir auch nach Stichwort B2. Einmal der Kommandowagen, der kann sich mal hinten hinstellen. Dann haben wir einen HLF. Park mal hier. LF Katz kann dahin. DLK einmal hierhin. HLF. Oh, wie ist denn die verletzte Person dahin gekommen? Weiteres LF. Ich würde auch gerne hier drüben Fahrzeuge hinstellen. Weitere DLK würde ich auch gerne hier drüben hinstellen. Gerätewagen, Atemschutz stellen wir einfach mal hier hin. Rettungswagen stellen wir auch einfach mal hier hin. MTW von der Polizei kann hier gerade mal die Spur dicht machen. Und die Spur kann mal dicht gemacht werden. Genau. Und dann gucken wir mal, ob die Fahrzeuge reichen. Da sind noch Personen im Gebäude drin, so wie es aussieht, oder? Ja. Das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich schwierig. Gut, ich schicke nochmal ein HLF und ein LF hierher. Damit wir alles schön umstellt haben, falls sich das Feuer doch irgendwie ziemlich schnell noch ausbreiten möchte, dass wir da dann wenigstens reagieren können. Deswegen schicken wir da auch nochmal das mittlere Löschfahrzeug hin. Okay. Notarzt kann sich gerade mal darum kümmern. Die Polizei kümmert sich um den Rest. Fahrzeuge umleiten. Befragen. Abschlepper rufen. Okay, RTW wäre schon mal da. Ich traue mich aber gerade ehrlich gesagt nicht dahin. Wir probieren es mal. Ich muss halt darauf achten, dass da nichts passiert. So, was haben wir denn hier? Direkt ein... Das ist natürlich wunderbar. Dann können wir uns direkt hier mit dem Rettungswagen gerade mal darum kümmern. Und ich schicke mal einen zweiten hin, der die Person dann aufnimmt und ins Krankenhaus bringen kann. Ja, ich hab's gewusst, da ist zu warm. Ich hab's gewusst. Steig mal wieder ein. Da ist zu warm. Ich hab's fast geahnt, aber ich wollte es jetzt trotzdem mal testen, weil es hätte auch weit genug weg sein können. Oh, da kommen aber auch Flammen raus aus dem Gebäude. Halleluja. Polizei wäre vor Ort. Wir können auch einfach mal hier eigentlich dicht machen. Ups. Na komm. Da kannst du hin. Du stellst dich mal hier so hin. DLK kommt als erstes Feuerfahrzeug an. Ja, geil. Gewonnen. Okay. Zweites ist aber auch schon da mittlerweile. Gut, wir versuchen erstmal das Gebäude dann zu löschen und da reinzurennen und die Leute rauszuholen, bevor es noch mehr Verletzte gibt. Ich schicke auch mal RTW plus NEF nochmal nach. Und dann müssen wir das kleine Kindchen da erstmal ein bisschen zur Seite bringen, weil hier hinten ist nicht ganz so warm. Hier geht mal da dran Wasser holen. Hier die Person nehmen. Hat noch irgendjemand eine Hand frei? So, einmal die Axt. Er nimmt gerade die Person auf, die schließen Wasserversorgung am Fahrzeug an. Gut, KDOW ist auch da. Ups, ich wollte eigentlich den Gruppenführer auswählen. Dann haben wir hier einen Hydranten, sehr schön. Die Person bringst du bitte mal da zur Seite. Du springst jetzt erstmal rein, holst die Leute da raus. Gut, wie sieht's hier aus? Patient behandelt, sehr schön. Du nimmst die Person auf. Was haben wir denn hier? Gebrochener Arm, das geht, da brauchen wir gar keinen Notarzt. Ansonsten hier noch die zwei weiteren Zeugen befragen und dann ist der Einsatz hier schon mal abgearbeitet. Gut, da fängt die DLK schon mal an zu löschen. Ich muss jetzt hier mal gucken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Sonst haben wir hier gleich eine Riesenkatastrophe. Verteiler, komm, setz den einfach mal dorthin. Haben wir hier dann irgendwo einen Hydranten? Hier drüben haben wir einen. Sehr schön. Dann gehen wir gerade mal hier dran. Hab ich hier irgendwo... Da, sehr gut. Sehr schön, okay. Dann kann der vom Rettungswagen gerade nochmal da versuchen, der Person ein bisschen zu helfen. Genau, Notarzt kommt. Das ist doch schon mal sehr schön. Ja, die andere verletzte Person ist jetzt natürlich hier drüben. Wunderbar. Gut, dann bring die Axt gerade mal weg. Ich habe hier von dem Fahrzeug keinen mehr frei, oder? Egal, ich kann dann gerade mal von hier vielleicht jemanden noch rüberschicken. Nimm die Person mal auf. Gut, da brauchen wir Notarzt. Alles klar. Habe ich mir schon fast gedacht.
Alles klar, Feuerwehrmann kommt dahin, nimmt die Person gleich auf. Okay, ich warte noch auf die weitere DLK. Ich müsste hier drüben vielleicht auch nochmal ein Fahrzeug hinschicken. Weiteres LF. Gut. Soweit, so gut. Oder soweit, so schlimm. So, Verteiler dahin. Hydranten haben wir mehrere noch zur Auswahl. Das finde ich gut. Dann gehen wir gerade mal da dran. Also Hydranten hat man hier in dem Gebiet auf jeden Fall genug. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Sache. Sonst hätte man hier echt Probleme. Gut, dann dahin. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jemand mit dem Schlauch ganz komisch gelaufen und hat es noch nicht geschafft, da einen Verteiler hinzusetzen. Ich weiß nicht, woran es hängt. Ah nee, das war von dem Fahrzeug. Alles klar, Entschuldigung. Wo führt aber dann der Schlauch hin? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, wo... Egal. Was soll's. Okay, bin ich jetzt mittlerweile bei der verletzten Person angekommen? Ja, bin ich. Dann schleift die Person mal gerade hier hinten hin. Okay, ist aufgenommen. Ist aufgenommen. Notarzt kann weg. Polizei kann auch weg. Dann ist der Einsatz hier fertig. Gut. VU-Fußgänger schließen wir einfach mal ab. Ja, dann sind wir hier noch fleißig dabei. Habe ich noch einen Hydranten hier irgendwo? Da müsste ich doppelt anschließen, sollte aber kein Problem sein. Hoffentlich, hoffentlich nicht, dass ich jetzt hier sage, ja, ist kein Problem und am Ende kaputt. Gibt aber Schlimmeres. So, okay, baut mal auf. Beziehungsweise zieht euch um. Zieht euch um, sonst habe ich hier wieder Probleme. Aber ich glaube, wir haben es soweit im Griff. Den schicke ich gerade mal wieder weg, den brauche ich nicht. Atemschutzlogik habe ich wie immer aus, weil sonst ist das einfach zu viel Klickerei und zu wenig Spielerei. Aber jeder, wie er gerne mag. Wo führt denn der Schlauch hin? Achso, dahin. Ich bin gerade heute von den Schläuchen ein bisschen verwirrt, weil hier ist, kommt plötzlich ein Schlauch aus dem Nichts, da ist er wieder weg und dann... Ja, aber klar. Emergency halt. Gut. Könnt es da mal anschließen. Hier wäre auch noch Platz zum Anschließen. Wir können auch hier nochmal anschließen. Wir haben es aber soweit unter Kontrolle. Also das sollte eigentlich alles gar kein Problem sein. Hier, du kannst es auch mal löschen. Dass wir uns gescheit vorarbeiten. Die DLK ist auch noch fleißig am Löschen. B0. Oh nein. Oh nein. Das kann ein böser Waldbrand werden. Ich sollte direkt mal ein Fahrzeug zur Sicherheit hier hinten hinschicken, wenn das da hinfahren kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann es auf jeden Fall nicht hinklicken. Doch, so geht's. Gerätewagen, Artenschutz fährt gerade dran vorbei. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir das schnell in den Griff kriegen. Das will hier auch noch nicht so ganz nachgeben, aber das kriegen wir schon hin. Genau, Wasser von dort. Kommt noch ein weiteres Fahrzeug gerade angefahren. Ich glaube, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Könnt ihr vielleicht das Haus da löschen, statt das vielleicht erstmal das? Okay, das kann ich gar nicht mehr löschen, alles klar. Ah, das ist hier vorne das Feuerchen. Dann bitte das Gebüsch auch mal ablöschen. Auslaufende Betriebsstoffe. Ja, Halleluja. Dann fahren wir da gerade mal hin. Was nehmen wir denn da? Ich hatte lange nicht mehr das GWL im Einsatz. Deswegen würde ich das gerade einfach mal hinschicken und wir gucken mal, ob wir damit den Einsatz abschließen können. Ich hatte den Einsatz, glaube ich, auch noch nicht. Der ist neu. Beziehungsweise für mich ist der neu. Ach komm, DLK, bevor du gar nichts machst, kannst du das löschen. Haben wir es geschafft? Feuer aus? Sehr fein. Notarzt kann gerade mal nach dem Kindchen hier gucken oder nach der Person. Nach der Frau. Gut. Und ansonsten? Ist der Einsatz eigentlich gut gelaufen, würde ich sagen. Also hätte schlimmer werden können. Also war ganz okay. So, die packen alle weg. Können wir wegbringen. Beziehungsweise kann sein, dass ich gleich noch einen zweiten Notarzt brauche. Ich weiß nicht, wie sehr die Frau verletzt ist. Das kann ich nicht sagen. Gut, bis jetzt ist immer noch nur der eine Baum, der brennt. Was haben wir da? Platzwunde an Körper und Kopf. Gut, dann kann der Notarzt hier begleiten. Rettungswagen kann die Person aufnehmen und der Notarzt kann hier begleiten. Genau, die warten auf den Notarzt. Ist schon auf dem Weg.
So, ansonsten sind gerade alle hier am Zusammenpacken. Sehr schön. Ja, kommt es jetzt nur noch darauf an, aber das breitet sich gerade nicht weiter aus. Ich nehme einfach jetzt da gerade mal direkt das TLF. Bevor sich das weiter ausbreitet, machen wir es lieber so. Gut. Der Rettungswagen kann weg. Der kann auch weg. Notarzt fährt mit ins Krankenhaus. Hier wird fleißig weggeräumt. Hier auch. Da auch. Sehr schön. Gut. Okay. Ist auch ein TLF. Oh, ich habe hier doppelt drauf geklickt. Oh, der Hydrant hält aber. Ja, geil. So, okay, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Sehr schön. Einsatzabbruch. Ab nach Hause. Das müsste der Notarzt sein. Genau. Ja, die sind auch immer noch am Wegräumen, wegpacken. Sollten wir gleich wegfahren, die auch. Hier ist alles wieder frei. Sehr schön. Und die fahren jetzt auch gleich wieder zurück. Gut, dann warten wir hier noch aufs GWL. Dann müssen wir da mal gucken. Wir müssen Leck abdichten und Betriebsstoffe entfernen. Ich denke mal, das kriegen wir damit hin. Ich sehe es nur gerade nicht durch die Gegend fahren. Nee, das ist es nicht. Da ist es doch. Da ist es doch. Ich mag das Fahrzeug, deswegen muss ich es ab und zu mal einsetzen. Oh. Ich habe zu früh gefeiert, dass der Hydrant nicht kaputt gegangen ist. Alles klar, Entstördienst kommt schon. Ist schon auf dem Weg. Ist schon auf dem Weg. Ja, ich hätte nicht so früh feiern dürfen, dass der Hydrant hält. Naja, passiert. Ich brauche noch ein Foto und ich würde total gerne wieder mein geliebtes GWL hier fotografieren. So. Okay. Eigentlich könnte ich mich auch ein bisschen sicherer hier einfach an die Seite stellen. Muss ja nicht auf der Straße stehen und hier dann rumhantieren, während die Autos dran vorbeifahren. Können wir auch einfach so machen. Dann stehen wir safe. Gut. Triebstoffe abbinden und Leck abdichten. Ich denke mal, der Container hier wird es sein, genau. Der Container läuft irgendwas aus. Ja, es sind ja auch Einsätze, die die Feuerwehr ja wirklich in der Realität manchmal hat, dass irgendein Container irgendwas ausläuft, man weiß gar nicht was, warum, wieso, weshalb. Schon öfters was von gehört. So, Leck ist abgedichtet, oder? Genau. Dann geht es jetzt wirklich noch darum, dass wir hier die ganzen ausgelaufenen Betriebsstoffe abbinden. Den Einsatz haben wir ja komplett abgearbeitet, da sind wir mit durch. Gut. Wie viele Säcke haben wir denn dabei davon? Okay, zwei Stück. Habe ich euch jetzt beide aufs Gleiche geschickt? Upsi. B1, PKW-Brand. PKW-Brand. Feuerwehr kommt. Polizei auch. Du kannst mal da hinten, du kannst mal da. Eddie, gebrochener Arm. Eddie, gebrochener Arm. Alles klar. Dann haben wir hier noch den einen Flecken, dann sind wir damit auch durch. Oder? Ja, ist nur noch der eine. Dann kann's GWL wieder zurück. Und dann ist es wieder einsatzbereit. Gut, Feuerwehr ist schon mal hier angekommen. Die kommen gerade von einem anderen Einsatz. Die sind alle noch umgezogen. Wir nehmen den Schnellangriff. Wir nehmen den Schnellangriff. Ich hoffe, der Hydrant funktioniert hier hinten mittlerweile. Ich glaube, der hat mal eine Zeit lang nicht funktioniert. Irgendwas war da. Ups, habe ich gesagt, du sollst wieder einsteigen. Nein, sollst du nicht. Bleib draußen. Halt nicht. Auf ein neues. Schnellangriff. Jetzt wollen sie gar nicht mehr. Doch, jetzt. TH1, unklare Lage. Ich wollte eigentlich, dass sie hier aussteigen. Oh, TH1 wird da gesagt, ist aber eigentlich TH2. Wir haben den Felssturz. Ich hatte den Einsatz erst gehabt, aber ich weiß nicht mehr genau, was ich da alarmiert hatte und ob ich den Kran alarmiert hatte oder nicht. Ich alarmiere ihn auf jeden Fall erstmal mit, sicherheitshalber. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier das HLF, wir brauchen auf jeden Fall die Polizei, wir brauchen auch auf jeden Fall Rettungsdienst.
Ich hol mal 2 Rettungswagen, 2 NEFs. Wir brauchen auf jeden Fall den Entstördienst. Der ist aber gerade noch woanders im Einsatz. Wo war denn der Waldbrand? Okay, hier war das brennende Gebüsch. Habe ich ganz vergessen, wieder wegzuschicken. Wo war der Waldbrand? Hier. Wenn er schnell ist, kann er das noch schnell reparieren, bevor ich den zu dem Einsatz schicke. Ich glaube, man hat aber auch nur den einen Entstördienst. Ja. Ups. So, EDF und RTW sind gerade schon mal vorbeigefahren. Feuerwehr ist auch schon mal vor Ort. Das ist ja schon mal alles schön und gut, aber ich brauche halt unbedingt den Entstördienst. Genau, packt mal zusammen. Ups, die habe ich jetzt auch aus Versehen angeklickt. Ich habe gesagt, packt zusammen, egal, Tank ist fast voll. Wir drücken mal ein Auge zu. Da sind wir gut dabei. Das Feuerfahrzeug macht gerade Dinge. Und die könnte ich eigentlich mal auf Streife schicken. So, kann ich den Entstördienst schon... Genau, den kann ich jetzt schon rufen. Dann kommen wir so schnell wie möglich hierher. Na, er ist gar nicht so weit weg. Er ist gar nicht so weit weg. Jo, NEF, NEF und Notarzt. Notarzt und RTW sind auch angekommen. Ist doch schon mal gut. Stehen hier direkt bei der Feuerwehrwache 2. Habe ich jetzt einfach mal als Parkplatz genutzt. Und der Entstördienst ist da. Gut. Ja, wie gesagt, er war gar nicht so weit weg. Hat jetzt natürlich trotzdem alles Zeit gekostet, aber gut. Da sind wir auch mit durch. Nehmen wir gerade mal mit auf. Das ist eigentlich abgeschlossen. Das ist eigentlich auch in wenigen Sekunden abgeschlossen. Okay, Strom ist weg. Wir können also ran. Ich weiß nicht, müssen wir aus dem Fahrzeug jemanden rausschneiden. Sehen wir gleich. Da hinten an die Person kommen wir nicht dran. Gut, da haben wir also doch den Kran gebraucht. Sehr schön. Okay, dann habe ich den doch nicht umsonst alarmiert. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich meine, klar, man sieht, dass die Person da drunter liegt, aber ich war mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Gut, wir haben jetzt hier Strom mit dem Ingenieur abgeschaltet. Wir müssen noch Patienten halt behandeln, Fahrzeugwachs abschleppen. Lage erkunden haben wir somit abgeschlossen. Jetzt wird eine Person da rausgeschnitten, aber er möchte gerade nicht, deswegen mache ich es so. Und dann müssen wir die Person dann noch befreien und dann auch noch behandeln und abtransportieren. Haben wir wieder diese blaue Wand im Hintergrund. Das sieht immer ein bisschen blöd aus. So, gerade mal lauter Fotos machen. Alles klar, ich wollte gerade sagen, du kannst da stehen bleiben. Jetzt hast du dich zwar ganz bescheuert hingestellt, aber es passt schon. Passt schon. Kannst du bitte... Ich habe irgendwie... Wobei, ah nee, das mit dem Kran dauert ja immer länger. Habe ich irgendwie auch in der letzten Folge ein bisschen verpeilt. Der Feuerwehrmann muss ja erst aussteigen, die Stützen ausfahren und so ein Zeugs erledigen. Ich war irgendwie im alten Emergency-Modus, also im normalen Emergency-Modus. Das habe ich ein bisschen verpeilt in der letzten Folge. Dass es hier ja so lange dauert, bis die Stützen ausgefahren sind, bis der Kran dann irgendwann was macht. Das habe ich in der letzten Folge ein bisschen verpeilt, weil im normalen Emergency ist ja so, man klickt den Kran an, zack, drauf, fertig, aus. Dann fängt er an zu arbeiten. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge ein bisschen vertrottelt. Passiert. Passiert. Man darf auch mal ein bisschen verpeilt sein. So, den kann ich wieder wegschicken. Den brauche ich hier nicht mehr. Okay. Ich schicke da direkt mal den Notarzt hin. Wenn so ein Brocken auf dir liegt, ich glaube, dann brauchen wir den Notarzt. Ich glaube, das ist dann schon ganz angebracht.
Am Ende nur eine kleine Platzwunde am Körper oder so. Keine Ahnung. Okay, Notarzt wird hier auch benötigt. Wir haben noch einen da. Okay, der Kran kann dann wieder weg eigentlich, weil den Felsbrocken brauchen wir eigentlich nicht runterheben. Ich meine, wir können es gerade mal machen. Dann ist das Fahrzeug befreit, dann ist es ein bisschen realistischer. Auf jeden Fall, falls der Kran sich irgendwann entscheidet, dafür das zu machen. Gerade irgendwie nicht, egal. Jo, die sind auf dem Weg zurück zum Krankenhaus und hier läuft es eigentlich auch so weit. Ne, der Kran hebt den anderen Stein nicht runter. Will er nicht machen. Egal, kann zusammenpacken. Ab nach Hause. Feierabend. Ich habe die Zeit gerade ein bisschen schneller laufen, weil eigentlich jetzt hier nichts mehr Dramatisches passiert in dem Sinne. Was haben wir denn da? Polytrauma, okay. Notarzt begleitet und da müssen wir hier mal gucken. Was haben wir denn hier? Offene Stichwunde, innere Blutung. Au. Ich mache hier langsam mal wieder die Straße frei. Da wird auf jeden Fall auch der Notarzt begleiten. Ganz klar. Ich finde dieses Emergency-Gezitter immer ganz cool. Sieht immer lustig aus. So. Dann, Fahrzeug ist abgeschleppt. Mehr können wir hier nicht machen. Einsatz ist quasi durch. Hier brauchen wir Notarzt zur Begleitung. Ist mit dabei. Polizei kann eigentlich die Straße wieder freigeben. Das mit den Steinen, ja, interessiert die KI nicht. Da fahren die durch. Ist wurscht. Ist gleich alles weg, sobald der Einsatz abgeschlossen ist. Ja. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.